Ibe hat seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen und vor allem tut sich Ibe schwer mit dem Toreschießen. Diese erste Szene unterstreicht dies nun. Die Berner spielten so, wie sie im Herbst zur Überraschung aller bis an die Tabellenspitze gejagt waren. Mit viel Witz, aufwendig. Nur heute drohten sie damit immer wieder in Schönheit zu sterben. Und St. Gallen? Die Ostschweizer wurden nach und nach ein wenig frecher. Jairo und Mokoena im Doppelpass. Colavici dazwischen. Dieser stand jetzt ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Guido. Der nächste Weitschuss. Und wieder Paolo Colavici. Ibe hatte mehr vom Spiel, St. Gallen war gefährlicher. Trotzdem stand es zur Pause 0-0. Ja, also wenn ich die Bilder sehe, es ist natürlich schon speziell, wenn, es ist natürlich extrem lang her. Aber die Emotionen kochen da wieder auf, wenn ich die Bilder wieder sehe. Es sind tolle Bilder. Die zweite Halbzeit und hier ging selbst dem Kameramann zu schnell. Ibe gleich wieder mit Rang Richtung Finalrunde. Sermetter! Der Ball wollte und wollte einfach nicht rein. Gürkan Sermetter schießt Stöckli an. Von St. Gallen sah man jetzt kaum mehr etwas. Ibe bestimmte das Geschehen. Sermetter. Der Ball bei Berisha. Wieder nichts mit dem Ibe-Tor. Aber die Berner drängten jetzt auf den Sieg. Ein Unentschieden konnte ja immer noch den Fall in die Abstiegsrunde bedeuten. Patrick. Ein weiteres Souvenir für die Zuschauer. Aber weiter ging's. Immer nur Richtung St. Galler Tor. Sermetter, der Ball fällt ihm richtiggehend vor die Füße. Nur mit dem Tor, es war wie verhext. Die Zeit rannte Ibe davon. Immer noch 0-0 und die letzte Minute lief bereits. Frion. Und was war denn das? Da war doch tatsächlich die Hand im Spiel. Marco Walker, er brachte den Ellbogen nicht mehr rechtzeitig weg. Penalty. Und das war der Matchball. Ja, was heißt der Matchball? Das war der Ball für die Finalrunde. Für einen sorgenlosen Frühling. Gürkan Sermetter musste nur treffen. Ja, ich habe nicht einmal den Goalie angeschaut. Ich habe gewusst, in welche Ecke ich schiesse. Und die Bedeutung des Penalty wirst du eigentlich erst nachher bewusst. Weil du musst den Ball setzen, einen Gedanken und den ausüben. Den hatte ich. Ich hatte noch kurz verzögert. Und am Schluss ist es natürlich für uns als Mannschaft, als Verein, ganz ein wichtiges Goal gewesen und ein wichtiger Sieg. Sermetter gegen Stöckli, Sermetter gegen die Abstiegsrunde. Gürkan Sermetter schießt Ibe in die Finalrunde. In der letzten Minute, und wenn es aus dem Spiel nicht geht, dann geht es halt mittels Penalty. Ja, logisch, weil es ist extrem viel auch Druck los geworden in dem Moment und ich kann einfach eigentlich alle Fans umarmen in dem Moment. Was dich noch erinnern, wie es nachher ist weitergegangen am Abend? Was hat er dann gemacht? Ich weiß es eben nicht mehr, da bin ich wahrscheinlich so voll gewesen. Penalty gsi. Das Glück muss man sich manchmal zwingen und wir haben das ab. Wenn man die ganze Saison anschaut, haben wir, glaube ich, die Finalrunde-Qualifikation absolut verdient. Und dem Elfmeterschützen hatten am Ende nicht einmal die Knie gezittert. Trainer sagt mir immer, übernimm Verantwortung, habe ich gemacht. Ja, nein, es ist sowieso die Zeit vom Wankdorf, Neufeld, ins neue Stadion. Status ist, es ist natürlich cool gewesen, habe ich alles mitmachen können. Und es sind immer wieder ganz, ganz tolle Erinnerungen.